So, liebe Bike-Freunde, laut Wetterbericht soll es heute einen wunderschönen Tag geben. Und wir haben auf unserer Agenda nur den Hochgrat. Der ist bei Immenstadt Alpsee. Der Hochgrat ist über 1800 Meter hoch und gehört zu den steilsten Auffahrten hier im Allgäu. Wir wollen natürlich das Wetter ausnutzen und wollen die Tour machen. Mitfahren durch der Klaus und der Pizzi. Ich fahre jetzt am Illerdamm von Fischen Richtung Sonthofen, dann Biederdorf und da am Schiff treffen wir uns. Es wird eine extrem harte Tour mit angegebenen 1750 Höhenmeter. Das bedeutet, wir dürften eigentlich fast nur im Eco fahren, wenn wir das packen wollen. Es ist aktuell auf Deutsch gesagt saukalt. Es hat gerade mal 2 Grad, aber Sonnenschein. Der erste Reif ist bereits auf den Feldern und auf den Wiesen. Und jetzt, wo die Sonne kommt, fängt es langsam so zum Dampfen an. Schaut wunderschön aus. So, ich hoffe, das wird eine schöne Tour. Ich kann euch mitnehmen und hoffe, es wird dann ein schönes Video. Also, lasst euch überraschen. Ich hole die 2 Biker ab und dann packen wir es. Also, bis später. Ciao. So, da sind wir jetzt an der Iller. So, jetzt sind wir kurz vor Biederdorf. Und da am Schiff treffen wir uns.
Was macht's denn ihr bei dem scheiß Wetter hier? Der komische Fischinger da. Und wenn du von mir immer herfährst und immer schneller wärst, dann hau ich da nicht auf. Wo ist das? Da jetzt gerade. Okay. Dorf Richtung Hochgrat. Fahren wir erst einmal durch Biederdorf durch. Die machen da auch Frühstück, die zwei schon. Frühstücken. Ja. Aber nicht mehr mit der Zeitung, sondern mit dem Laptop in der Hand. Ja. Eben. Das stimmt. Ja. Ich ziehe erst einmal mein Käppler runter. Da haben wir schon die ersten Höhenmeter hinter uns. Aber das Wetter traumhaft. Ja, aber nicht komplett. Jägerhäusle, Sennerei, die kann man anschauen. Das rentiert sich mal, wenn man Urlaub macht, mal die Sennerei anzuschauen, wie der Käse hergestellt wird. So, jetzt geht es wieder bergab, damit wir dann wieder bergauf fahren können. Aber wunderschön. Ganz toll. Pass auf. Ach so, ja. Auf geht's, Milch gibt's. Guckst du? Das tropft ja langsam über dir gehabt. Ja, aber der Säckel, die könnten auch mehr Wasser kommen lassen. Ja, naja, das bist du gewohnt. Grüß euch. Grüß Gott, der Uwe. Grüß Gott. Hat wieder mal einen Radl hingelegt gehabt. Ich hab's geschafft. Du, das war jetzt schwierig. Ja. Das kennen nicht viele. Nein. Ich kenne keinen. So, jetzt haben wir ein Gunzesrieder Tal. Das sieht sie jetzt hinter bis zur Scheidwanger Alpe. Und von der Scheidwanger Alpe geht es dann rechts runter zum Hochgrat. Dann geht die Tour eigentlich erst richtig los. Aber heute ein Traum. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, herin in dem Tal hat es vielleicht maximal 1 Grad. Aber jetzt kommt Sonne, dann wird es gleich wärmer. Aber wunderbar, wie das alles verfärbt ist. Schlauch hätte ich dabei. Ich neu drunter und auf. Ja, aber das ist ja ziemlich komplex alles. Gell? Du sonst fahrst und ich schieße mich wieder zurück. Das ist doch echt. Naja. Es wird jetzt das nächste sein, dass ich das jetzt auch irgendwie so zum Lernen habe. Eine absolute Ruhe. Wenn die Kurglocken nicht wären. Super. Jetzt geht es herin dunkel und die Sonne. Weißt du, sind die Bäume dahinter hier oder, ins, oder ist nein, das nein, Laub? Nein, Laub, 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 das ist Laubwald.
Aber deine Höhenmeter stimmen nicht, Klaus. Was? Ich habe jetzt 426 Höhenmeter, wenn wir gerade sind. Jetzt geht's auf. 18%. Servus. Wie sieht die Sau, Lecknertal? Ja, ja. Viel Spaß. Ja, danke. Runter mit dem Zeig. Runter mit dem Klump. Wie heißt die Hütte? Scheidwang. Scheidwanger Hütte, gell? Scheidwanger Alpe. Scheidwanger Alpe. Wunderschön, die Hütte. Kein Personal mehr, deswegen geschlossen. Weiterfahrt kommt man ins Lecknertal. Wie viel Prozent hat das? 20 oder 22? Aha. 15 bis 25. Recht das her, 2 Stunden ist das. Ihr müsst gar nicht zu uns auf diese See gefahren. Ja. Ihr müsst dann unten an der Stelle von dem Tal fahren, dann wieder rechts. Vom Hochgrat oder oben, oder? Nee, Hochgrat geht's dann auf. Also, Gerhard, und brav jetzt muss bleiben, ich, gell? Ich mache ein Foto von euch hier. Jetzt muss ich das schon mit aufnehmen, wenn so. Ja, wenn wir könnt ihr euch das Video, könnt euch das Video anschauen, Hochgrat dann. Ja, genau. Ja? Ich mache ein Foto von euch. Ist der Klaus macht ein Foto. Der Hans und der? Bernhard. Bernhard, wunderbar, Bernhard und Hans. Hans aus Schrattenbach, das ist ganz wichtig. Schrattenbach, ja. Aus Schrattenbach. Ja, da kenne ich. Da haben wir einen Mitarbeiter mal gehabt, der war aus Schrattenbach. Ja, ja. Ist das? Wie ist der Kassen, der Dusch? Dusch. Manfred Dusch. Ja. Dusch, Manfred. Ja, ja, klar. Und? Jetzt hat es 25%, so zeigt mir Garmin an. Das sind so kleine Stiche, die brutal sind. Aber ein wunderschönes Hochtal ist es. Du Gerhard, jetzt zeigt Garmin 27% an. Echt? Ja. Aber damit das merkst du aber auch. Boah. Wahnsinn. Das ist ein Krippel darauf. Das kommt leider im Video nie so raus. Ja, eben, das ist das Problem. Ich bin froh, dass wir ein bisschen was ausgezogen haben vom Häs, gell? Ja, ja, unbedingt. So, die erste flache Etappe haben wir hinter uns. Oh, schau mal, jetzt haben wir dann auf. Leco mio. Oh. Das kommt ja an die 30% hin. Oh. Leco mio. Traumhaft schön da oben. Da oben ist jetzt angenehm warm. Ja, ist das ein Traum. Ziemlich geil, oder? Ja, das ist ein Wahnsinn. Schau mal da hinten, der Schweizer Berg, da siehst du richtig den Schnee drin. Genau, das Lecknertal, Klaus. Lecknertal, ja. Das ist schon toll, wie sich das Lecknertal da hinzieht, gell? Ist das eine traumhafte Kulisse. Ein Panorama pur. Klaus, du kannst mir mal zeigen,
bis in die Schweizer schneebedeckten Berge sieht man da. Der Hochgrat, oder? Der Hochgrat, genau, das ist die Station. So was da Leute oben sein, gell? Gell? Die haben natürlich einen tollen Blick, gell? Wahrscheinlich bis Bodensee, Alpsee, alles, gell? Ja, wir werden es gleich erleben. Das heißt, der Obergelchenwang ist das, gell? Ja. Erst mal nicht sehr fahrradfreundlich. Das ist da hoch und dann oben ist man mal links, siehst du, wo die Schafe da sind. Ja. Wo die Leute sind, ab da geht es wieder super zum Raden. Bis dahin, habe ich ja nicht gemeint, war es einmal ein ganz anderer Weg, weil ich den See gar nicht. Hallo. Total schön, der Höhenweg. Wunderbar. Aber sollte man auch im Herbst machen, wenn wenig los ist. Weil in der Hauptsaison, da stört man die Wanderer. Da haben wir eigentlich nichts zum Suchen. Jetzt so September, Oktober, November, optimal, solange noch der Schnee liegt. Wunderbar. Ein Weizen bitte. Ja, schon eingestellt. Ja, wie immer halt, oder? Ja, so, vor uns sieht man jetzt die Liftstation Hochgrat. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind noch ein bisschen bergauf und bergab. Aber ist alles fahrbar. Schaut euch das Panorama an. Oh je, je. Sie ist ein bisschen wild. Du Vollgas. Fang zu mir. Ei, ei, ei.
Was ist los? Oh, leck mal. Ja. Ja. Haben Sie keinen Saft mehr, oder? Das hat mich, das schafft, das hat mit dem E-Bike nichts mehr zu tun. Kann E-Bike, hat keine Chance mehr. Das ist nichts. Aber es geht schon. Das geht schon. Also ich schaffe das schon mit der. Das schaffe ich schon. Also ich setze mal ab und zu. Pause machen. Ich probiere es, ja. Ja, das schafft es auch. Ja, die Schiebehilfe ist noch nicht so ausgespannt, finde ich. Die schiebt es, machen wir zu arg. Ja. Zu stark, du musst bremsen, Gerhard. Dann geht's. Ja, mach ich. Geh ab und zu, geh auf Bremse. Ja, dann rutscht er mich weg, ja. Wenn du das Fahrrad hast. Ja. Das ist der Hochschieber. Lauf dazu, gleich. Nein, das mache ich. Das mache ich schon, Burli. Ich bin dir dankbar, trotz alledem. Wind. Die Hund steu, weißt du, die Elender. Oh, leck mich am Arsch, mein Junge. Ja, das wäre schön dann auf. Okay. Das hat Leistung. Also. So, jetzt sieht man schon den Hochgrat. Danke. So, danke schön. Das. Dort, wo der Nebel ist, das müsste fast der Bodensee schon sein, ja, da unten. Wahnsinn, gell? Das ist ja das, was der Thomas immer sagt. Ab November. Das ist nur Nebel, gell? Nur Nebel. Kein Problem. Was ist das da hinten für ein Ort? Weißt du, das weißt du auch nicht, gell? Hm? Da hinten, das für ein Ort ist. Das ist Leutkirch. Leutkirch. Aha. Nee, kennt steil aus. Oberstaufen, oder? Ja, heilige Kirche, klar. Ja, kennst du steil ausschauen, dann unter, gell? Ja. Ganz langsam. Aber dann unter. Das kommt ja mit der Kamera wieder her, schau. Ja, der hat so viel Angst vor der Kamera, du. Das gibt's gar nicht. Der hat das, irgendwas hat der angestellt, der Kerl. Gott und die Welt. Der braucht nur noch einen Werk, nicht einmal mehr ein Visa. Schau raus, gell? Shepherds. Schnell schauen, da ein Ausschlag, der uns auch noch schnell fotografiert.
alles erklären. Also, Prost. Das haben wir gut gemacht. Prost. Prost. Komm, ich mach gleich noch schon Seifen. Obwohl, mit der Schule haben wir's. Jetzt geht's ab, ich weiß das. Ja. Hast du gar keine kurze Buchs dabei? Doch. Guck her, ich schmier da rein, Mensch. Geht da rüber, Gerhard? Fahr da rüber. Ja. Sagst du an? Lache Hammer. Was haben wir? Das Lache Hammer. Ja. Also, Klaus, fahr du voraus. Schuss, oder? Schuss. Ab jetzt Schuss, hat er gesagt. Das war der letzte. So, jetzt sind wir von der Hochgradbahn runtergefahren auf der Skipiste. Ziemlich anspruchsvoll, aber es geht schon. Bis jetzt eine absolut super Tour. Ja, das ist der Ehrenschwang, oder? Dann ist es noch wieder. Wieso fahren wir noch da? Und nicht da? Das ist der Fußweg. Aha. Da sind wir rausgefahren letztes Mal. Wer? Ja. Schau mal den Wald an, das ist ja ein Traum, ha? Verrückt, gell? Ja. Alpi hinter Bürsch geschwind. Die Sonne so schön einscheint. Wahnsinn. Los. Da gibt es Pilze. Schön gemacht in den Baum rein. Das haben wir dort, das haben wir drin.
So, jetzt sind wir in der Alpe Mittelberg. Die hört noch auf. Nö. Komm vom Hochgrat, weißt du? Uns ist nicht neu, oder? Genau. Das war gerade richtig. Aber jetzt reicht es aber langsam. Danke. Wunderbar, wie die Sonne jetzt in die Laubbäume scheint. So, von Immenstadt geht es jetzt weiter nach Bleichach und ich fahre dann weiter nach Fischen. Hallo Bike-Freunde, ich bin auf dem Weg nach Fischen, die Tour ist zu Ende, ich muss sagen, es war brutal, wirklich brutal. Wegfahren bin ich von Fischen nach Biederdorf, dann nach Gunzesried, hoch zur Scheidegg-Alpe. Von da aus ist es dann extrem hochgegangen zum Hochgrat mit 25, 28 und einmal bis 30 Grad Steigung. Oben eine Querpassage, war ganz gut zum Fahren, aber wunderschönes Wetter gehabt, tolle Aussicht und die Tour wird 5,5 Stunden, reine Fahrzeit, so 62, 63 Kilometer und knapp über 2000 Höhenmeter. Ich werde mit der Batterie gerade hinkommen, egal wenn ich in Fischen bin, wird es zu Ende sein. Aber trotzdem muss ich sagen, freut euch auf das Video. Es war eine ganz tolle Tour. Im Wetter haben wir es natürlich auch toll erwischt. Also liebe Bike-Freunde, ciao und ich hoffe, ihr schaut euch das Video an. Und wem das Video gefällt, wie immer, das gleiche Daumen hoch. Wer noch ein Abo hat, bitte ein Abo.